Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem kleinen lustigen Game. Und zwar zocken wir heute Higher or Lower, ein Game, welches der Hühü ständig spielt. Und der Muni hat es letztens auch gespielt. Und ich habe mir gedacht, da schließe ich mich an und spiele es auch. Und zwar geht es darum, zu entscheiden, was mehr im Internet gesucht wird. Also da gibt es ein Beispiel, wird Real Madrid oder, keine Ahnung, Penisvergrößerung mehr gesucht? Dann müssen wir jetzt entscheiden. Und ja, das deckt sich dann quasi auf und wir haben dann quasi so beschlossen, also der Hühü hat dann in seinem Video gesagt, ja, 10 schaffen wir locker. Und der Muni hat gesagt, weil er es nicht geschafft hat, der Hühü, hat der Muni gesagt, ja, 10 schaffe ich auch locker, hat er aber auch nicht geschafft. Und ich sage, ich schaffe auch 10, wenn nicht sogar noch mehr. Und ja, wir spielen 15 Minuten. Ich habe mir extra hier einen Timer angeschaltet, ihr seht, also ich schalte ihn jetzt ein, 15 Minuten, genau, von daher könnt ihr auch was einstellen, 15 Minuten, zocken wir jetzt das Game, also play the game, zeig's mir, so, WeChat hat, WeChat wird 6.120.000 Mal im Internet gesucht gegen Meth, okay, da muss ich sagen, WeChat oder Meth, also da, ich glaube, Meth wird nicht so oft gesucht. Das ist aber interessant. Aber ich glaube, das ist niedriger. Ja, hier kommt 201. Ja, hier easy. Greed Leap Forward. Was ist denn das? Es hat irgendwas Historisches. Ich kenne mich da absolut nicht aus. Das, aber ich würde sagen, das wird noch weniger gesucht, weil das sieht schon so historisch aus. Und da will ich jetzt sagen, never. Lower. Ja, hier 18.100. Okay, was haben wir hier? Only Fools and Horses. Was ist BBC? Eine Serie? What the fuck? Und das sieht so alt aus. Noch ein DVD, The Christmas Special. What the fuck? Das kenne ich ja gar nicht. Okay. Okay, das ist jetzt richtig schwer, weil das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Aber wird es noch weniger gesucht als das andere? Leute, I don't know. Aber ich gehe. Oh, fuck, man. Ich glaube nicht. Oh, fucking hell. Bullshit. Okay. Die Katze im Hintergrund. Okay, wir haben 2 geschafft. Okay, wir haben ja noch Zeit. Also 13 Minuten 20. Alles da, komm. Bring it on, man. Manny. Achso, Manny Pacquiao. So, Manny Pacquiao. So. IS, IS, okay. Das ist ja ein sehr heikles Thema. Und ich denke mal, das wird sehr oft gesucht. Aber ob das jetzt mehr... Ah, das ist schwierig. Aber ich sag ja, weil das ist ein weltweites Thema. Ja, hier, 2,7. Also bitte. The Grand Budapest Hotel. Das wird niemals mehr gesucht. Warum sollte jemand das Hotel so oft suchen? Warum sollten die Leute das überhaupt? Urlaub machen? Aber niemals so oft, ne? Lower. Ja, hier. 135.000, okay. Glastonbury Festival. Was ist denn bitte das? Habe ich noch nie von gehört, aber wenn da es ein Festival ist, Festival werden, glaube ich, am häufigsten gesucht. Nein! Ah, fuck, man! Ah, scheiße. Okay, komm. Bring it on, ich will auf jeden Fall über 10 und jetzt habe ich hier so rumgeprotzt über 10 und ich schaffe sogar noch mehr und jetzt kacke ich ab hier. Okay, die Jacksons. Oh Leute, Jackson 5. Yo, gegen Oldboy. Wer zum Teufel ist Oldboy? Keine Ahnung, wer er ist, aber er wird häufiger gesucht. Okay, Comcast. Das sieht mehr nach einer Firma aus, aber... Von der Firma habe ich noch nie was gehört. Comcast? Was ist denn Comcast? What? Ne. Was? 5 Millionen? Was ist das? Leute, ja. Was ist das, Leute? Was ist das? Okay. Wir haben noch 11 Minuten, komm schon. Was? Attention Activity Disorder. Okay, mein Englisch ist gerade ein bisschen überfordert. Was
Das wird auf jeden Fall 823.000 Mal gesucht. Mein Englisch ist ein bisschen überfordert, Leute. Das Kind, das ist auf jeden Fall irgendeine Krankheit, ich bin mir nicht sicher. Könnte auch was anderes sein. BNP Paribas. Alter. Junge. Nee. Es wird 1,5 Millionen. Ja, leck mich fett. Ich komme nicht mal über 1. Ich komme nicht mal über 1. Komm schon. Gimme that. Tom Hanks. Ja. Was wird wohl häufiger gesucht? Ja, hier Tom Hanks. Easy. Oder wie jung der noch aussieht da. Das ist doch kein aktuelles Bild. Lol. Eingeborene. Ne. Adoption. Ja, ich könnte mir vorstellen, weltweit wird, also über Adoption. Ja, auf jeden Fall mehr als das, ja. Okay, jetzt Kanada. Ja, das sagt auf jeden Fall, ja. Ich meine, Kanada, ja. Ja. Okay. Alarmglock versus Kanada. Was? Das ist ja auch schon wieder so scheiße. Aber mein Gefühl sagt mir niedriger. Aber wenn ich jetzt auf niedrig klicke, dann fliege ich auf die Fresse. Aber mein Gefühl sagt es mir. Komm, Gefühl, lass mich nicht im Stich. Boah, Alter, aber sowas von. So, was haben wir hier? Conspiracy Theories. Was? Warte mal. Mein Englisch sagt, keine Ahnung, aber es geht irgendwie auf Aliens zu. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist ein Alien im Hintergrund, also hat das irgendwas mit Aliens zu tun? Nur weiß ich nicht, ob das gegoogelt wird. Ich glaube nicht. Ja, gutes Gefühl. Gut, wir haben schon 6, Leute. Wir haben 6. The Dress? Was ist The Dress? Ist das jetzt hier, was ist das im Hintergrund? So, oder hier, warte, was heißt nochmal Dress? Gott, mir liegt's auf der Zunge, mir fällt's aber gerade nicht ein. Fuck! Bullshit! Higher. Nein! okay. Hauptsache es danced irgendwas im Hintergrund. Komm schon, 8 Minuten, ich will es schaffen, ich will über 10 schaffen. Staffordshire Bull Terrier. Yorkshire Terrier oder... Oh Gott. Oder Bull Terrier. Das ist jetzt natürlich schwierig. Oh, was soll denn dieser Vergleich jetzt? Bull Terrier oder... Ich glaube... Ja, klar. Die ganzen reichen Mädels, die wollen ja alle nur so ein Rattenvieh haben oder was auch immer. So ein hässliches, kleines Ding, was kläfft wie so ein... Okay, Santiago Bernabeu gegen Winnie Pooh. Okay, Winnie Pooh ist eine Kinderserie und das ist halt natürlich sehr gut bekannt. Und bekannter als das Bernabeu natürlich. Rapid Eye Movement. Das ist irgendwas Verschwommenes. Rapid Eye Movement. What? 9.900, ja. Dalai Lama. Also da glaube ich eher höher. Ja, hier, also 9.900 auf jeden Fall. Women's Rights? Frauenrechte. Ist damit das gemeint? Das sind so Frauen im Hintergrund abgebildet. Ist damit hier Frauenrechte gemeint oder was? Ich bin mir nicht sicher, Leute. Das ist ein bisschen strange, aber weiß ich ja nicht, ne? Das ist schwierig. Oh, wird es 550.000 Mal gegoogelt? Ja oder nein? Frauenrechte. Ich glaube nicht. Ja. Atlanta. Ja, hier Falcons. Also, ja. Bitte, ja. Das ist ja wohl keine Frage. Gegen Ted? Okay, Ted ist jetzt... Das sieht jetzt nicht aus wie der Film. Das sieht eher aus wie so eine Firma. Aber mit Ted bringt man auch natürlich den Film in Verbindung. Aber das ist 673.000 Ted. Aber wenn Ted eine mehrere Definition hat, dann ist es natürlich klar. Vielleicht wird es dann... Ah, das ist schwierig. Gefühl sagt, was sagt mein Gefühl? Ja. Ja, Gefühl.
Bestes Gefühl. George Michael. George Michael. Oh, das ist schon wieder so dieser hohe Bereich, wo man sagen kann, also nicht sagen kann. Wir haben schon wieder 6. Wir haben schon wieder 6. George Michael, eine Weltikone. Mensch. Wird das häufiger gesucht als... Das ist schwierig. 1,8 Mille. Also bitte. Fuck, Mann, Leute. Ich glaube, ja. Oh, jene Gönnung, Alter. Gegen Stevie Wonder. George Michael gegen Stevie Wonder. 5 Millionen Mal mit George Michael. Stevie Wonder. Glaube ich nicht, dass es mehr gegoogelt wird. Gesucht wird im Internet so. 673.000, ja, hallo. Jay-Z. Okay, das ist 673 wieder. Jay-Z natürlich auch wieder weltweit bekannt. Ist er aber bekannter als Stevie Wonder? Das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Normalerweise in der heutigen Zeit schon. Aber wer weiß es schon? Mein Gefühl weiß es. 9 haben wir. Komm, eins noch, eins noch. Was? Jürgen German. Guck mal hier, der Jürgen im Hintergrund. Jürgen German. fuck, man. Nein, also mein Gefühl sagt nein. Ich weiß zwar nicht, was es heißen soll, aber ich glaube nicht. Komm schon. Yes, Alter, wir haben 10. wir haben auf jeden Fall schon mal die 10 gepackt. Also bitte. Okay, alles andere ist jetzt Bonus und wir haben sogar noch 4 Minuten. Ja, mega. Mega. Okay, wir haben jetzt Jürgen gegen Stone Cold Steve Austin. Wrestler natürlich. Das ist jetzt schwierig. Wird ein Wrestler häufig gegoogelt? Ja oder nein? Als Jürgen. Ich weiß nicht, aber mein Gefühl sagt mir wieder, es ist niedriger. Komm, Gefühl, lass mich im Stich. Oh lol, Gefühl. Dead Gefühl. Okay, was haben wir hier? Stam Le Pont? Was ist denn das? Das sagt mir absolut nichts. Bin ich ganz ehrlich, es sagt mir nichts. Und wenn es mir schon nichts sagt, glaube ich, dass es auf jeden Fall nicht so häufig gesucht wird, wie Stone Cold. Doch, wird es. Fuck, man! Dreckiger Dreckshit! Dreckiger fucking Dreckshit! Und dann auch das Pferd im Hintergrund. Okay, wir haben 11 geschafft, Leute! Wir haben 11 geschafft. Und wir haben jetzt noch 2 Minuten 30. Und ja, ich würde das jetzt hier abbrechen, beziehungsweise ruhen lassen, weil das lohnt sich dann jetzt nicht, weil ich habe meine 10 geschafft, ich bin over 10. Over 10, Leute, over 10. Macht es erstmal nach, ja. Macht es nach. Okay, ja, wie gesagt, dann mache ich an der Stelle Schluss und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen nach oben oder ein nettes Kommi und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao,